Das ist ja eine Riesenstimmung hier im Wartesaal, fast wie im Koalitionsausschuss der Ampel. Die treffen sich inzwischen alle paar Wochen zur Paartherapie und merken dann, Mist, wir sind ja zu dritt. Ja, die brauchen keine Therapie, die brauchen eine Triage. Ja, irgendwie, ja, ist das schon zu hart oder was? Das fängt aber gut an hier. Irgendwie. Ja. Irgendwie hat man immer die FDP am Hacken, oder? Die FDP weiß nicht, wohin sie will, ist aber als Erste dort. Und das Problem ist, SPD und Grüne wissen auch nicht mehr, wohin sie wollen. Aber da ist ja schon die FDP. Ich höre die ganze Zeit, wir hatten konstruktive Gespräche. Ja, so kann man es auch nennen, wenn man sich stundenlang gegenüber sitzt und wer sich zuerst bewegt, muss mit Kubicki ein Pinchen Küstennebel trinken. Ja, nichts gegen konstruktive Gespräche, aber wie wäre es mal mit konstruktiver Politik? Ja, das wäre, ja, so ein Vorschlag. Ja. Drei Tage Diskussionen und zwischendurch fährt man noch schnell in die Niederlande. Olaf Scholz hat tatsächlich gesagt, dass der Trip in die Niederlande eine nette Unterbrechung gewesen sei. Das kenne ich noch aus WG-Zeiten. Ja, wenn nichts mehr ging, sind wir zum Kiffen nach Holland gefahren. Ja, so. Ja. Oder? Das. Und dann steht im Beschluss wörtlich drin, Straßenbau und Klimaschutz sollen zusammen gedacht werden. Das klingt wie ein an der Klatsche haben und Nobelpreis sollen zusammen gedacht werden. Deutsche Nationalmannschaft und Fußball sollen zusammen gedacht werden. Ja? Ich denke, Alter, ihr denkt zu viel. Anders sind die Ergebnisse nicht zu erklären. Ja, es werde eine Stärkung der Bahn, der Straße und der erneuerbaren Energien geben. Außerdem von Ölheizungen, Windrädern, Flugtaxis, Pferdedroschken, schnellem Internet und Faustkeilen. Technologieoffen heißt das Zauberwort. Also werden auch Kohleöfen gefördert, die mit alten Autoreifen betrieben werden können. Auf Wunsch der FDP. Ja. Es werden Autobahnen ausgebaut, aber nur, wenn am Rand Solarzellen errichtet werden. Heißt, sie dürfen ihr Altöl wieder im Wald entsorgen, wenn sie dafür einen Baum pflanzen. Und die Klimaziele werden erreicht, falls es passt. Wenn ein Sektor die Ziele zur Emissionsentwicklung verpasst, können andere Sektoren einspringen. Das heißt, wenn Sie hier abnehmen wollen, aber den Schweinehund nicht überwunden kriegen, dann macht er halt eine Diät. So ist das. Wir rasen mit Lichtgeschwindigkeit in eine ungewisse Zukunft, aber Ehepaare dürfen jetzt ihre Nachnamen verschmelzen. Ja, herrlich. Aus Schmidt und Müller wird jetzt Schmüller. Fortschritt, oder? Den Vorschlag können Sie dann per Fax ans zuständige Amt morsen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, wir wollen das nicht verheimlichen. Der Rüstungsindustrie geht es blendend. Die Aktienkurse schießen durch die Decke. Wie sagte es der Chef von Rheinmetall so schön, die Rüstungsfirmen hatten in Deutschland lange ein schlechtes Image, aber das ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vorbei. Juhu! Endlich ist Rüstung wieder sexy. Und viele fordern jetzt sogar von Scholz, dass er Stärke zeigt. Scholz, er soll Stärke. Echt? Was haben wir gelacht über Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd? Jetzt wird es Zeit für Olaf Scholz. Nackt auf dem Pony. Hoffentlich hat Anton Hofreiter Zeit, ja, denke ich. Ja. Ja. Da macht sich teilweise eine Faszination für Waffen breit, oder? Im Morgenmagazin wird mehrfach liebevoll vom Leo gesprochen, der nun endlich in die Ukraine geliefert wäre, als handle es sich um einen entlaufenen Stubentiger. Bei Tiere suchen ein Zuhause. Leute, ich bin nicht gegen Waffenlieferungen, aber Waffen die Namen von putzigen Tieren zu geben, das ist Kriegsstrategie. Ich höre schon die Ersten sagen, ach du, ich schaffe mir auch einen Leo an. Gut, der Verbrauch schreckt ab, aber mit ein bisschen Glück schafft es die FDP, dass man den mit E-Fuels betanken kann. Ja, Tobi fährt seit letzter Woche übrigens einen Marder. Das ist wirklich wahr. Ja, ich habe meinen Kindern versprochen, Hauptsache kein SUV. Ja, ist allen klar, dass die Faszination für Waffen ganz schnell in eine Faszination für Krieg übergeht. Vor allem, da wir den Weltkrieg endlich mal nicht selbst angefangen haben. Oh, hallo,
Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klickt hier oder da oder hier oder ihr wisst schon.